kommen wir gleich jetzt im Bereich Freibades und jetzt kommt die Brücke unter der Hamburger der Strecke in Hamburg-Bremen. Da geht Ostumfahrung wieder durch. Jetzt habe ich Ostumfahrung gesagt, Entschuldigung, da geht die Straße, die Ostumfahrung geht auch wieder durch. Wir haben an dieser Stelle jetzt entweder die Kreuzung mit der Straße anbauen sollen oder aber die Ortsumgehung verläuft unterhalb der Geländeoberfläche und dann wird das war die Brücke, die gemacht wurde. Rechts kommt Gott soll, links jetzt der Kindergarten. Wir gehen jetzt sozusagen in die, jetzt geht es aufs Feld raus. Das ist der Weg hier in den Königsgrund, den wir gerade kreuzen. Und jetzt gehen wir in den gestreckten Bogen, das ist die ortsferne Variante der Trassenkorridor 1-2, der jetzt sozusagen anbindet, kurz südlich von Fahnen an die Kreisstraße. Vorne kommt gleich von links die Hamburger Straße, die aus dem Ort kommt. Die ist dort als Einmündung angeschlossen. Dort würde dann eine Kreuzung mit Handel, oder eine Einmündung mit Handel entstehen. Das ist der Blick auf Fahnen und dann da hinten am Rand der Erdscheibe, da kommt dann etwas in die A1. Jetzt nochmal der Rückblick zurück. Rechts im Bild, das ist der Kreisverkehr Hamburger Straße Nordring, der geplante, geradeaus in die Stadt, die Ortsdichtung. Jetzt fliegen wir zurück. Wir sehen hier die ortsferne Trassierung nochmal sehr schön. Hier direkt vor uns jetzt die Märchensiedlung, hier unser Weg davor. Und jetzt achten Sie mal links auf die Ortsumgehung. Das ist jetzt Einschnitt und gleich ist, glaube ich, nochmal wieder die geländegleiche Lage. Wir haben jetzt dort sehen wir jetzt die Brücke und ich meine, dass ich jetzt gleich nochmal zurückspringen müsste. Genau, das ist die gleiche Straße, nur dass sie jetzt auf Gelände verläuft. Die Lärmausbreitung ist in dem Fall natürlich deutlich besser, also der Lärm einer Straße, die auf Geländeniveau verbreitet sich natürlich deutlich besser aus, als wenn sie dort versenkt ist. Jetzt gehen wir in den nächsten Trassenkorridor, das ist der ortsnahe Trassenkorridor. Das ist normal wieder der Kreuzungspunkt hier mit dem Nord-Soll. Das ist die geländegleiche Trassierung, freie Schallausbreitung, das ist die alternative Einschnitt. Straße nicht dort, sodass wir unter der Brücke durchkommen, etwa 6 Meter unterhalb des Geländes. Man kann sich vorstellen, dadurch verschwindet die Straße im Gelände, der Schall bleibt im Prinzip in den Graben drin und hat einfach Vorteile für sowohl für das Landschaftsbild als auch für die Schallausbreitung. So, wir schwenken jetzt nach links rein, kreuzen gleich wieder die Fußwege im Königsgrund, das ist hier. Und dann kommt da links im Grau zu sehen, das ist der Büser Weg nördlich der Siedlung, nördlich der Märchensiedlung. In diesem Fall, hier werden dann Lärmschutzanlagen auf jeden Fall notwendig, in dem Fall hier ein Wall dargestellt. Und diese Variante bindet jetzt gerade nicht an den Kreisverkehr an der Hamburger Straße. Der Büser Weg wird dann abgehängt, das sieht man hier auch, es gibt dann nur noch eine Radlichtverbindung. Deswegen der Büser Weg jetzt sozusagen hinter uns. In der scharfen Kurve dort angeschlossen. Alternativ dazu gibt es auch bei dieser Trassierung wieder natürlich den Anschluss dementsprechend direkt in die Hamburger Straße. Und dann mit dem Fahnen, und dann ist das, was vom Kreisverkehr kommt, der erst wird dann hier wieder als Einmündung mit einer Ampel angeschlossen. Wir schwenken jetzt rechts um über rechts um. Der Weg über den Königsgrund, dann fliegen wir wieder zurück. Fliegen wir nochmal wieder zurück zum Ausgangspunkt, dann werden wir so auf der Straße. Hier unten nochmal den Unterschied zu sehen, das ist die Variante mit der Einschleifung zusammen und das ist die Variante mit dem Kreisverkehr. Der Vorteil mit dem Kreisverkehr ist, dadurch, dass der Weg abgekoppelt wird, würde der gesamte Verkehr sozusagen auf Ortsumgehung verlagert werden und das auch auf dieser Weg ist dann kein Problem mehr. Jetzt hier vorne nochmal zu sehen, auch wieder der Wechsel zwischen Einschnitt und geländegleiche Trassierung, also Kreuz oder Brücke am Soll. Und jetzt hier auf dem Rückweg, jetzt kommt hier gleich das, was wir vorhin überhaupt nicht gesehen haben, das ist das Schwimmbad, das ist die erste Bahnstrecke. Und dann kommt hier als nächstes das ein Freibad, rechts Tennisplätze. Und dann setzen wir an, um den letzten Trassenkorridor zu befliegen. Das ist eben die Variante, die dann östlich um die Münster Siedlung herumführen wird.
nochmal, jetzt, das ist die Trasse nach westlich der Büchersiedlung, nach Büchersiedlung, das ist dieser Bereich hier. Und jetzt geht es gleich oben auf die andere Variante, das ist die Variante, die jetzt eben der Trassenkorridor der Büchersiedlung westlich. Die Straße liegt hier zwischen dem Wohngebiet Lachsbau-Herrenheim und eben auf der anderen Seite die öffentliche Nutzung, Freibad und das Tierheim. Die Trennwirkung hier ist klein, weil alles Öffentliche sozusagen in Holz verschlossen wird und alles, was in Wohnnutzung ist, wird hier vom Osten, also von der Herrenheide oder von Herrenheide ausgeschlossen. So. Hier treffen jetzt ungefähr 40 Stück neben der Herrenheide den Bahndamm. Auch hier geht die Trasse runter durch. Und jetzt geht es kurz an den Begrenzungsbüßer. Dort soll sie noch. Das ist die ortsferne Variante. Der gelbe Trassenkorridor. Und wir schränken jetzt ein auf den ortsnahen Korridor. Das heißt, wir haben hier einen längeren Bogen. Gleich kommt wieder, taucht wieder auf. Da jetzt links über die Märchensiedlung, vorne da bei der Bus steht, etwa ist der dieser Weg angeschlossen. In der Kurve gerade nicht zu sagen, auch mit einer Einmündung, also mit einer Ampel. Und auf die Variante endet wieder geradlinig auf dem Kreisverkehr Nordrhein-Hamburger Straße. Und so jetzt erholt sich das Schauspiel, das ist die Variante. Kreisverkehr, weil der dann gleichzeitig, wie gesagt, der Büßer Weg im Norden vom Verkehr betreibt. Hier wiederum, man sieht es da links, ist der Kreisverkehr weiter an den Büßer Weg angeschlossen. Wir haben hier auch zwei, also Einmündungen, Kreisverkehr kurz hintereinander. Das ist dann die Variante mit der direkten Einmündung über der Straße. Und jetzt gehen wir noch einmal um. Das ist jetzt Richtung des von der Nord, wie wir sehen. Das ist die ortsferne Trassierung hier in dem Bereich westlich um die Büßersiedlung. Damit haben wir die Trassenkorridore jetzt sozusagen abgeschlossen.